Ja, hallo Leute, ich bin der Daniel und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr Winterlandschaften bearbeiten könnt. Und zwar von diesem Ergebnis hier, so wie es halt aus der Kamera kommt, zu diesem hier. Ja, dieses Foto habe ich gestern gemacht und zwar mit meiner neuen Canon 5D Mark IV. Und ihr seht hier schon, das ist eine Gegenlichtsituation, das heißt hier hinten ist die Sonne, da war so ein bisschen Nebel und so weiter. Und da habe ich halt einfach direkt gegen die Sonne fotografiert. Und so kam es halt jetzt hier aus der Kamera raus. Und im Prinzip das Einzige, was ich halt hier bearbeite, ist im Kamera-RAW-Modus. Und dazu dupliziere ich mir zuerst einmal hier die Ebene. Dann gehe ich hier unter Filter in den Kamera-RAW-Filter hier rein. Und hier passe ich halt dann die Farben, Helligkeit und Kontraste an. Zuerst gehe ich dazu hier einmal auf diesen Effekte-Regler und gehe hier mit den Dunstentfernern hoch. Also ungefähr so. Ihr seht jetzt hier schon, was passiert. Der Kontrast wird gesteigert und auch die Farben. So wäre es jetzt natürlich zu viel, muss man ein bisschen zurückgehen. Ich gehe jetzt hier mal so auf 25 so circa. Als nächstes gehe ich in die Gradationskurven rein, gehe jetzt hier mit diesen dunklen Farbtönen ein bisschen rauf und mit diesen hellen Farbtönen. So, man soll halt immer auch darauf achten, dass der Schnee auch tatsächlich weiß ist und nicht irgendwie ein helles Grau oder so. Also das soll schon richtig hell sein hier. Dann gehe ich hier bei den normalen Einstellungen hier rein und dann ziehe ich jetzt hier mal den Dynamikregler ein bisschen hoch, sodass halt hier auch die Farben ein bisschen stärker werden. Eventuell auch noch den Sättigungsregler ziehe ich hier auch noch ein bisschen hoch. So, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ja, dann haben wir halt hier jetzt die Sonne. Da nehme ich jetzt hier mal einen Radialfilter und ziehe mir den jetzt hier mal so auf und setze jetzt hier mal die ganzen Regler hier auf 0 und gehe jetzt hier mit der Farbtemperatur noch ein bisschen ins Wärmere, so ungefähr. So, weil halt die Sonne ist halt, soll halt eher warm sein von den Farben her. Hier vielleicht auch noch mit dem Farbton ein bisschen ins Magenta rein. Ja, so ungefähr. So, auf der gegenüberliegenden Seite nehme ich jetzt hier den Verlaufsfilter und ziehe mir jetzt hier so einen Verlauf rüber und dann mache ich jetzt genau das Gegenteil und gehe ein bisschen ins Kühlere, so auf minus 3 oder 4. Den Farbton gehe ich hier auf plus 2. Und dann mache ich jetzt nochmal einen Verlauf von oben nach unten, so bis hierhin ungefähr, und gehe jetzt dann hier mit der Belichtung noch ein bisschen runter. Und auch mit den Lichtern. So, die Farbtemperatur können wir eh gleich so lassen, das passt eh. Als nächstes schauen wir uns mal den Tiefen- und Lichterregler hier an, mit den Tiefen ein bisschen rauf. Die Lichter ein wenig runterziehen. So, eventuell noch den Klarheitregler ein bisschen hochziehen, so ganz leicht, so ungefähr. Und dann noch die Belichtung ganz leicht raufziehen. So. Am Ende dann mit gedrückter Alt-Taste den Weißregler hochziehen und zwar so weit, dass halt hier, wo die Sonne ist, schon ein bisschen überbelichtet ist. Also das kann ruhig ein bisschen überbelichtet sein. So ungefähr. Okay, und das war es im Grunde dann auch schon. Hier auf OK klicken. Dann rechnet er jetzt kurz hier und dann haben wir jetzt hier dieses Vorher-Nachher. Ihr seht schon, die Bearbeitung dauert keine 5 Minuten. Ich glaube, das waren jetzt nicht mal 2 bis 3 Minuten. Wenn ich es nicht erklären müsste, würde es nochmal ein bisschen schneller gehen. Und das Ergebnis sieht danach doch gleich um einiges spannender und schöner aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich natürlich über eine positive Bewertung freuen oder über ein Abo, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.